Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lisa Hassenzahl und ich darf Sie mal wieder zu einer unserer Online-Konferenzen ganz herzlich begrüßen. Am heutigen Freitag geht es, wie auch schon in der vergangenen Woche und auch in den kommenden 2 Wochen, um das Thema Update-Kapitalmärkte. Das heißt, wir möchten Ihnen in einer sehr kurzen, kompakten Form die Entwicklung der vergangenen Woche darstellen, ein paar Zusammenfassungen geben und nicht zuletzt natürlich auch unsere Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen. Wie gesagt, das ist eine Online-Konferenzreihe. Jeden Freitag um 12 Uhr findet noch in der kommenden und in der übernächsten Woche geplant statt. Wir werden mal schauen, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickelt. Aber Sie haben eben jederzeit die Möglichkeit, sich für diese Konferenzen noch zu registrieren auf unserer Webseite. Genauso auch wie für die Online-Konferenz am kommenden Montag um 16 Uhr. An diesem Tag das Thema Gold als Investition, auch vor dem Hinblick der aktuellen Situation im Allgemeinen, unsere Einschätzung und mögliche Investitionslösungen. Genau, so viel mal zum organisatorischen Vorab. Sie sind alle stumm geschaltet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen über das Fragenpanel. Ich werde diese auch während der Online-Konferenz schon beobachten. Sofern sie kurz zu beantworten sind, mache ich das natürlich. Ansonsten werden wir alles gesammelt am Ende gemeinsam mit Herrn Leichtweis besprechen. Und soweit vorab der Hinweis, diese Konferenz wird aufgezeichnet. Sie erhalten sie im Nachgang per E-Mail. Genauso wie auch die Hinweise auf alle weiteren Konferenzen. So, inzwischen hat sich auch noch ein Großteil der Teilnehmer eingewählt, sodass ich denke, wir können jetzt starten. Wie gesagt, wird auch aufgezeichnet diese Online-Konferenz. Sollten Sie also später hinzukommen oder irgendwelche Themen dazwischen kommen, Sie erhalten alles per E-Mail im Nachgang. Ja, vielen Dank, Lisa. Ich habe die Überschrift gleich so gelassen wie in der letzten Woche. Extreme als neue Normalität. Das Ganze begegnet uns ja nicht nur auf Ebene der Kapitalanlagen, sondern im gesellschaftlichen Umfeld, vielleicht auch im beruflichen Umfeld. Manchmal passiert innerhalb weniger Wochen eben mehr als in Jahrzehnten. Ich möchte mich heute darauf beschränken, Ihnen die wesentlichen Facts mitzuteilen und Ihnen nicht nochmal das alles zu erzählen, was Sie ohnehin in den Medien nachlesen können. Deswegen insbesondere das Thema Marktbeobachtungen und auch Aspekte, die aus unserer Perspektive aktuell noch übersehen werden, von denen wir aber ausgehen, dass sie wichtige Überlegungen für die Zukunft darstellen. Wir schauen zunächst auf Ganz die kurz, ganz kurz der Hinweis meinerseits, Christoph, ich werde deine Webcam jetzt ausschalten, weil zumindest ich erhalte den Hinweis, die Verbindung sei zu langsam. Und im Interesse des Inhalts werde ich deine Webcam jetzt erstmal ausschalten. Gut. Also schauen wir uns die Marktbeobachtungen an. Was Sie hier dementsprechend sehen, sind die wichtigsten Vermögensklassen hier entsprechend dargestellt. Die unteren drei Segmente stehen für unterschiedliche Indizes der globalen Aktienmärkte, also Aktienwelt, Aktieneuropa, Aktienschwellenländer. Und was Sie schon hier sehen können, wir haben einen sehr starken Gleichlauf der Märkte. Das heißt, es hat keinen großen Unterschied gemacht, in welcher Region Sie investiert waren. Die Abschläge überall relativ ähnlich, auch der Verlauf. Sie sehen das schon sehr stark parallel. Also das heißt, die regionale Risikostreuung über unterschiedliche Indizes hat erstmal kurzfristig keinen großen Vorteil im Sinne der Risikostreuung gebracht. Und was vielleicht ganz interessant ist, darauf möchte ich auch gleich nochmal eingehen, dass wir nach diesem sehr harten und schnellen Rückgang, der zwar von der Höhe des Rückgangs noch nicht historisch ist, weil wir sind in klassischen Rezessionen auch deutlich weitergefallen am Aktienmarkt. Aber die Geschwindigkeit war insbesondere sehr beeindruckend und dementsprechend auch, Sie können das hier dann sehen, insbesondere in der vergangenen Woche, da ging es mal sehr schnell und dynamisch auch wiederum nach oben, sodass sich die Verluste hier etwas reduziert haben. Und der Aspekt, den man vielerorts auch beobachten konnte, wenn Sie die Medien verfolgen, im Kontext dieses massiven Rückgangs, den wir gesehen haben, haben Sie einen Haufen Pressemitteilungen gelesen von Vermögensverwaltern, Fondsgesellschaften, die gesagt haben, wir haben jetzt Risiko rausgenommen, wir sind jetzt unsicher geworden
Und das zeigt auch mal wieder, wie schwer es ist, den Markt zu timen, weil Risikomanagement häufig prozyklisch erfolgt. Das heißt, es wird dann Risiko rausgenommen, die Verunsicherung am größten ist, wenn die Kurse relativ tief sind, zumindest aus der jetzigen Perspektive. Und das macht aus unserer Perspektive auch nochmal sehr stark deutlich, warum man prozyklisches Handeln vermeiden sollte, warum Risikomanagement vor einer Krise und einer Marktkorrektur ja entsprechend einsetzt und man eben nicht dann hastig werden sollte, wenn es zu einer Marktbewegung kommt. Wir schauen uns die Aktien gleich nochmal genauer an, weil ich glaube auch diesen kurzfristigen Mechanismus von stark fallenden Kursen plus einer kleinen Erholung ist auch das, was das herrschende Sentiment momentan stark prägt. Wir blicken aber zunächst natürlich nochmal auf Gold. Sie sehen es hier oben, der Goldpreis 5,5% im Plus. Aus der Euro-Perspektive natürlich noch ein bisschen Währungsgewinne on top. Wir sehen auch die globalen Anleihen, die ja immer wieder gescholten wurden, so nach dem Motto, wer kauft denn Anleihen auf diesem Renditeniveau? Sie sehen schon hier plus 2%, aber insbesondere die relative Entwicklung Aktien gegen Anleihen, die spricht natürlich ein klares Bild und man sieht hier, dass nach dieser Phase, als Aktien und Anleihen gemeinsam gefallen sind, also Sie sehen es hier oben, die Aktien sind gefallen und die Anleihen sind auch gefallen. Da kam schon die Idee hoch, nehmen Investoren vorweg, dass die Staatsverschuldung so groß wird. Die Staaten können ihre Schulden nicht bedienen. Ist das vielleicht die große Inflationsangst, die Marktteilnehmer zwingt, hier Staatsanleihen zu verkaufen? Unsere Meinung war hier, ja, das können langfristige Themen sein, die man am Markt diskutiert. Kurzfristig halten wir das aber nicht für realistisch, sondern wir glauben einfach, hier wurde auch Kasse gemacht. Es gab Investoren, die kurzlaufende Papiere, die relativ stabil geblieben sind, verkauft haben, um damit Liquiditätsverpflichtungen eben entsprechend zu erfüllen. Und das auch, was wir jetzt gesehen haben, die Kurse haben sich auch entsprechend erholt. Also die Anleihen, insbesondere natürlich Anleihen guter Bonität, ohne große Kreditrisiken, die haben ihre Rolle hier auch wirklich sehr gut eben auch erfüllt. Und dann sind hier die Rohstoffe als Korb minus 10%, ja eine Vermögensklasse, die seit vielen Jahren nicht mehr so richtig vom Fleck kommt. Jetzt natürlich auch diese OECD Diskussionen und Streitigkeiten. Ein Tweet von Donald Trump kann ja die Märkte mal schnell 10, 15% bewegen. Also das im Endeffekt hier mal das Big Picture der Vermögensklassen und das zeigt auch auf den ersten Blick schon richtig Diversifikation gab es auf den ersten Blick nur durch Gold, nur durch Anleihen. Alles andere hat im Endeffekt ja gleichzeitig im Endeffekt eine Marktbewegung nach unten gesehen. Lediglich die Stärke der Bewegung nach unten war unterschiedlich groß. Das ist etwas, was man insbesondere in der kurzfristigen Perspektive bei starken Marktkorrekturen häufig hat, weil es eben auch liquiditätsbedingt ist. Wenn wir von dieser Situation der starken Rückgänge am Aktienmarkt plus der entsprechenden Erholung dann auch in der vergangenen Woche uns das nochmal hier anschauen, dann werden natürlich Analogien getroffen. Und Sie sehen hier eine Grafik von der Goldman Sachs, die sich konkret bezieht auf den S&P 500, also ja durchaus der Leitindex für die US-amerikanischen Börsen, natürlich auch ein wesentlicher Indikator für die Weltbörsen aufgrund der Marktkapitalisierung und der Bedeutung. Und man sieht das hier sehr gut, dass wir hatten auch in der Finanzkrise, da ging es mal ordentlich runter, dann gab es so eine kleine Erholungsrallye, das sehen Sie hier, da ging der Markt mal 9% wieder nach oben innerhalb von 2 Tagen. Aber dann kam im Endeffekt diese ganz große Bewegung nach unten hier. Und darauf folgen eben immer mal kleinere Erholungen. Dann ging es mal 12% hoch, dann ging es mal 9% hoch, dann ging es mal 18% hoch. Aber wir sehen schon insgesamt dieser Trend natürlich eher von oben, von links oben nach rechts unten gerichtet. Also genau das Gegenteil von dem, was Anleger normalerweise gerne sehen. Und aus meiner Perspektive, wir hören uns ja sehr viele Vermögensverwalter und Fondsmanager an, wir schauen unheimlich viele Online-Konferenzen von den großen Marktplayern, um ein Bild über die Stimmung zu bekommen. Sei es aus den USA, sei es aus Asien oder natürlich auch Europa. Und aus meiner Perspektive ist das momentan ein Umfeld, in dem die meisten Marktteilnehmer Angst vor dieser Situation haben. Also wir sind runter, das ist das, was wir stark gesehen haben, eben auch im aktuellen Chart. Dann ging es hoch, das, was wir quasi jetzt in der letzten Woche feststellen durften. Und so ein bisschen hat man jetzt Angst vor dieser Situation, vor diesem massiven Abfall nach unten. Das heißt, die Mainstream-Meinung zusammengefasst ist, glaube ich, sehr stark geprägt von einer Skepsis, die natürlich sehr gut zu begründen ist mit den Nachrichten, mit den schlechten Konjunkturdaten und ähnlichem. Also sprich, es gibt ja momentan sehr, sehr viele Gründe, davon auszugehen, dass die Aktienmärkte erst doch mal weiter fallen, bevor sie sich dann erholen. Und jetzt kann man das natürlich auch als Gegenindikator betrachten. Wenn das die vorherrschende Meinung ist, dann
ist es in den Preisen auch schon drin? Und dann wird das natürlich für Investoren sehr schwer, das Ganze genau zu timen. Aber wie gesagt, das vorherrschende Narrativ, wenn man diesen Begriff hier aktuell mal strapazieren möchte, das ist eben diese Skepsis, die sich im Endeffekt auch auf historischen Themen letztendlich hier begründet. Das Ganze können Sie nicht nur für die Finanz- und Hypothekenkrise anschauen, die wir alle noch gut in Erinnerung haben, sondern auch wenn Sie weiter zurückgehen, gibt es noch andere Analogien. Hier mal für die Weltwirtschaftskrise, also 1929 fortfolgende, da sehen Sie im Endeffekt auch, da ging es dann mal am Markt schnell nach unten, -45%. Dann gab es eine Erholungsbewegung, +50%. Aber wenn Sie die In- und Auf-100-Rechnung mal anwenden, wenn Sie von 100 auf 50 fallen und Sie steigen von 50 um 50%, dann sind Sie eben immer noch erst bei 75 und nicht bei der grundsätzlichen Ausgangslage von 100. Aber Sie sehen auch hier diese Bewegungen. Es gab immer mal Zwischenbewegungen, die man positiv interpretieren konnte. Danach ging es im Ergebnis aber doch deutlich stärker runter. Und wie gesagt, aus meiner Perspektive, das momentan vielen professionellen Marktteilnehmern und auch bei vielen Anlegern, das momentan die vorherrschende Perspektive. Man ist skeptisch, man wartet momentan erstmal ab, weil natürlich niemand einschätzen kann, wie die ganze Situation weitergeht, weil wir haben keine normale Rezession. Wir haben kein überraschendes Event einer Bankenpleite analog Lehman Brothers. Wir haben die Situation, dass wir uns als Gesellschaft, vertreten durch die Regierungen und Staaten, proaktiv dafür entschieden haben, in der Abwägung des Schutzes oder der Prävention einer möglichen Überlastung der Gesundheitssysteme in Kombination mit dem Schutz gewisser Bevölkerungsgruppen, sogenannte Risikogruppen, wie es ja heute charmant heißt, haben wir uns ja ganz bewusst entschieden, die Wirtschaft in ein Koma zu legen. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Erwartungshaltung. Wenn Sie jemanden erst ins Koma legen und danach schauen, wie stark er sich noch bewegt, dann werden Sie feststellen, dass die Bewegung natürlich relativ gering ist. Und dementsprechend sind auch alle Konjunkturindikatoren, ob das IFO ist, ZEW, Einkaufsmanager-Indizes, Erstanträge auf Arbeitslosenquote mit jüngsten Rekorden in den USA am gestrigen Tage mal wieder, die können Sie am Ende des Tages momentan, was den Blick nach vorne betrifft, alle in die Tonne treten, weil wir haben keine normale Situation. Deswegen die Kernfrage, die wir uns momentan als Anleger stellen müssen, ist relativ einfach zu stellen, aber eigentlich nicht zu beantworten. Inwieweit wird der Schaden, den wir momentan bewusst in Kauf nehmen, kompensiert durch die Gegenmaßnahmen, die derjenige bezahlt, der für den Schaden zuständig ist? Und derjenige, für den Schaden zuständig ist, das sind natürlich die Staaten. Dementsprechend auch natürlich müssen die Staaten auch für diesen Schaden bezahlen. Das wird man in Form von Staatsverschuldung dann auch langfristig sehen. Die Frage ist, wer und welche Generationen werden das eigentlich zurückbezahlen? Das wird nochmal ein interessantes gesellschaftspolitisches Thema werden. Das Ganze wird unterstützt durch die Notenbanken. Das heißt, wir sehen momentan eine Situation, historisch einmalig, wo wir eine Rezession mit Ansage haben, also eine bewusste Vollbremsung, dementsprechend auch Maßnahmen von Staaten und Notenbanken haben, die nicht erst reagieren, nachdem man festgestellt hat, dass man in einer Rezession ist, sondern die quasi begleitend das ganze Thema bestimmen. Das heißt, niemand von Ihnen kann Ihnen sagen, wie schnell sich die Wirtschaft erholt. Niemand von Ihnen kann Ihnen sagen, wie das Konsumentenvertrauen aussieht, nachdem die Quarantäne und sonstigen Maßnahmen zurückgefahren werden. Ob die Leute jetzt mehr sparen, weil sie einen kleinen Schock haben. Ob sie sagen, jetzt gebe ich erst recht mehr aus, weil jetzt kann ich endlich wieder vor die Tür. Jetzt reise ich erst recht, weil mir wurde bewusst, dass Reisen ein Grundrecht ist, was durchaus eingeschränkt werden kann. Da können Sie momentan viel diskutieren, da können Sie momentan viel philosophieren. De facto für die Kapitalmarktpositionierung Ihrer Anlagestrategie sind das momentan alles Themen, die den Charakter eines Münzwurfs haben. Von daher bleiben wir dabei. Man sollte sehr stark die strategische Struktur im Blick halten. Von der strategischen Struktur durchaus natürlich in einem gewissen Rahmen nach unten abweichen. Im Optimalfall hat man diese defensive Abweichung schon getan, bevor die Kurse nach unten gingen. Dafür gab es gute Anzeichen. Das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Und dementsprechend jetzt nicht zu sehr zu reagieren auf die täglichen Schlagzeilen. Der Kapitalmarkt, der schaut voraus. Der Kapitalmarkt handelt nicht die Arbeitslosenanträge, die gestern publiziert wurden, sondern der Markt handelt die Erwartungen nach vorne. Der Markt handelt den Abgleich dessen, was man erwartet hat, mit den realen Daten. Und von daher,
Jeder, der bis zwei zählen kann, dem war natürlich klar, dass alle Konjunkturindikatoren desaströs sein werden. Also von daher, das momentan so etwas, diese Situation. Im Umkehrschluss, die gemessene Risikoaversion, wie wir sie aus Kapitalmarktpreisen, also nicht aus Meinungen und nicht aus Umfragen herauslesen können, die sehen Sie hier dargestellt. Und da sehen Sie, wir waren eigentlich vor 4, 5 Wochen, waren wir noch im brutalen Anlagenotstand. Die Risikoaversion war niedrig, man hat sehr niedrige Renditen für schlechte Risiken akzeptiert. Das Ganze hat sich innerhalb von wenigen Wochen massiv geändert, zu einem gewissen Panikniveau, zu extremen Bewegungen auch an den Märkten. Also die gemessene Risikoaversion passt sehr gut zu dem, was wir auch in der Zeitung lesen. Also von da aus der Kapitalmarkt durchaus relativ effizient, vielleicht nicht auf der Zeitschiene, aber grundsätzlich natürlich hier die Erwartungen der Marktteilnehmer zu verarbeiten. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen in die Vermögensklassen, dann beginnen wir mal mit den Anleihen. Und die Anleihen aus unserer Sicht, insbesondere in den Segmenten der schwächeren Bonitäten, also Hochzinsanleihen, Nachranganleihen, sonstige Hybridanleihen, also hier dieses Thema hier oben. Und das wirklich ganz wichtig, weil das sind Fehler, die wurden jetzt im Anlagenotstand gemacht. Und da wir nach dieser Krise, nach 1, 2 Jahren wieder im Anlagenotstand massiv landen werden, ist das gleiche Potenzial für Fehler in der Zukunft wieder da. Dementsprechend die Renditen damals am 1.1. bei 2,9% für schwache Bonitäten oder schwächere Bonitäten, dann massive Kursverluste. Diese Kursverluste bei diesen Anleihen haben zu einem Renditeanstieg auf über 8% geführt. Das hat sich jetzt schon wieder etwas reduziert. Der Anleihemarkt hat kleine Lebenszeichen von sich gegeben, insgesamt aber noch sehr stark die Liquidität und Ähnliches eingeschränkt. Und das ist ein Punkt, auf den man natürlich achten sollte, dass man nicht in Zeiten, wo die Risikoaversion gering ist, zu geringe Renditen als Prämie für das eingegangene Risiko akzeptiert. Und dieser Risikoprämienansatz, den wir grundsätzlich verfolgen, auch vielfach kommuniziert haben, der wird natürlich immer wichtiger sein, insbesondere weil Sie sich ja klar machen müssen, dass in den heutigen Zinsen, die wir zwar als Zinsen wahrnehmen, ja immer weniger risikoloser Zins drin ist, weil der ist bei Null, sondern alles, was Sie an Zins sehen, es sind eigentlich Renditen. Und das sind Renditen, die sich aus Risikoprämien zusammensetzen. Deswegen muss man hinterfragen, wie attraktiv diese Prämien in Relation zu den verschiedenen Risiken hier entsprechend auch sind. Also wir sehen den Mechanismus, den wir erwarten durften im Segment der Hochzinsanleihen, hat es am stärksten reingeregnet. Das sehen Sie auch an der Entwicklung vieler sogenannter defensiver Mischfonds, die jetzt von der Wertentwicklung stark enttäuscht haben. Da kam das Risiko, was unerwartet war für viele Anleger, nicht über die Aktienseite, das ist simple Mathematik, sondern sie kam über die Anleiheseite. Gleiches gilt natürlich auch für teilweise alternative Investmentansätze. Sie haben Strategien, die haben ein Renditeziel von 3 bis 4% pro Jahr, aber haben jetzt in der Krise 30 bis 40% verloren. Warum? Weil man immer wieder glaubt, man kann Risiken kalkulieren, man kann sie berechenbar machen, man kann sie über Kennzahlen und mehr Statistik und mehr Mathematik besser steuern, aber die Realität zeigt einfach, das ist nicht der Fall. Von daher, wie gesagt, auch hier der gesunde Menschenverstand, der sollte nicht auf der Strecke bleiben. Unternehmensanleihen, besserer Bonität, sogenannte Investment Grade, da sehen Sie auch, die Renditen haben sich verdreifacht. Aus unserer Perspektive kann man da selektiv über erste Investitionen nachdenken, nicht über breite Indexfonds, sondern gezielt hier über eher aktive Fondsmanager. Deutsche Staatsanleihen, auch das, glaube ich, ein wichtiger Punkt natürlich. Sie sehen es hier, die Renditen Anfang des Jahres bei minus 0,2, aktuell minus 0,4, heißt im Umkehrschluss, wir haben erstens gestiegene Kurse bei den Staatsanleihen. Auf der anderen Seite, das hat natürlich Auswirkungen auf die grundsätzlichen Zinskonditionen am Markt für Baufinanzierung und Ähnliches. Bedeutet aber natürlich auch, dass der Anlagenotstand natürlich hier permanent auf hohem Niveau bleibt und insbesondere natürlich auch, dass man sich klar sein muss, wenn man dem Bankensystem aktuell nicht vertraut, dass der Preis für die Umgehung des Bankensystems und für die Umgehung der Verlässlichkeit der Einlagensicherungssysteme momentan natürlich in der Verzinsung von deutschen Bundesanleihen liegt. Bei kurzer Laufzeit sind sie sogar noch deutlich negativer als das, was man hier sehen. Also sprich, die sichere Kassenhaltung hat aktuell einen Preis. Ähnlich wie wenn Sie einen Tresor anmieten, da kriegen Sie auch nichts on top dazu, sondern Sie müssen eine gewisse Miete zahlen. Ähnliches gilt momentan auch hier für das Thema Ausschluss von Gegenparteienrisiken.
dass Renten nicht gleich Renten sind, dass festverzinsliche Wertpapiere sehr unterschiedliche Charakteristik haben. Das sehen Sie hier. Sie sehen hier oben diese blaue Linie, das etwas, was für uns wirklich sichere Renten sind. Und da sehen Sie auch hier, die haben sich in dieser Marktkorrektur quasi nicht bewegt. Also sprich, die haben genau das getan, was sie sollten, haben ein bisschen was verloren aufgrund der negativen Zinsen, aber mehr oder weniger unverändert bei den roundabout 100. Hier haben Sie Hochzinsanleihen und da sehen Sie in der Spitze, wenn Sie das mal hier nach unten nehmen, da ging es dann halt fast ja 20% runter und dementsprechend Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und ähnliches, die tragen Aktienmarktrisiken. Von daher sind die Aktienmarktrisiken, die in Anleihen drinstecken, auch immer mit zu berechnen und zur gewünschten Aktienquote hinzuzuaddieren. Wir haben darauf immer hingewiesen, haben dazu auch sogar eigene Videos gemacht. Meistens hat man Unverständnis dafür gesehen, warum wir Anleihen auch mit Aktienmarktrisiken versehen. Ich glaube, jetzt im allgemeinen Kontext kann man gut nachvollziehen, warum diese gesamthafte Portfoliobetrachtung Sinn macht und nicht nur der Blick auf die einzelnen Vermögensklassen hier anzuwenden ist. Insgesamt Aktienmarkt, auch hier nochmal so ein bisschen für die Experten unter Ihnen, der Aktienmarkt ist nicht homogen, er ist sehr heterogen und insbesondere sehen wir das, was sehr gut funktioniert hat, dass defensive Geschäftsmodelle ausgedrückt durch das Segment der Unternehmen mit einer geringeren Schwankungsbreite als am Markt, das hat sehr gut funktioniert. Der Abschlag hier mit 20% eben niedriger als das, was wir am Markt gesehen haben. Der hat rund 26% verloren. Wir sehen, dass die offensiveren Segmente, wie beispielsweise substanzwertorientierte Stichwort Value, die konnten nicht wirklich überzeugen. Also quasi was günstig war, hat jetzt in der Krise nicht vor weiter fallenden Preisen geschützt. Und auch natürlich Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, kleinere Unternehmen also, wo man sagt, sind die systemrelevant, wie ist der Zugang zur Notenbank-Thematiken, wie ist die Refinanzierung, die sehen Sie hier mit Abschlägen und dementsprechend schon gut nachvollziehbar, dass eine Aktienquote von 50% erstmal nicht viel über das Risiko sagt. Die Frage ist, in welchen Charakteristika ist mein Aktienportfolio investiert und wir würden aktuell nicht dazu raten, jetzt das offensiv zu kaufen, was stark im Preis gefallen ist, sondern eher auf die Qualität zu schauen, eher auf die Geschäftsmodelle zu achten, tendenziell quasi Qualität zu erwerben, die jetzt im allgemeinen Abverkauf günstiger geworden ist und nicht jetzt hier zu versuchen, diese stark gefallenen Engel jetzt hier irgendwie versuchen, günstig aufzusammeln. Das kann so ein bisschen sein, wie sie sammeln quasi Centstücke von einer Dampfwalze auf, wenn man die Analogie hier bemühen möchte. Also von daher, wenn Aktienquote, dann eher in den qualitativ gut aufgestellten und auch natürlich im defensiven Geschäftsmodell. Diversifikation, auch da im Portfolio-Kontext eine Lehrstunde. Bis vor der Krise gab es ja teilweise Titelblätter von ja, sehr häufig gelesenen Magazinen, die gesagt haben, jeder kann anlegen wie Harvard, jeder kann anlegen wie Yale, können einfach Immobilien kaufen, kaufen sie ein bisschen Immobilienaktien. Auch das hier mal mitgebracht, nochmal im Chartverlauf. Das Thema Immobilienmarkt haben wir ja in der Woche schon im Webinar behandelt. Wir sehen ja in Orange die Deutsche Wohnen. Tendenziell auch hier sehen Sie Kursrückgänge, aber die natürlich, weil wir bei Wohnen immer noch von defensiveren Charakteristiken ausgehen, hat sich relativ gut gehalten. Wenn Sie stattdessen eine Deutsche Euroshop nehmen, die natürlich deutlich stärker konjunktursensibel ist, die deutlich stärker natürlich von den jetzigen Beschränkungen aufgrund der Virusthematik betroffen sind, da sehen Sie einen ganz anderen Aktienverlauf hier dementsprechend, einfach die Entwicklung mal auf 5 Jahre dargestellt und da sehen Sie schon, auf 5 Jahre haben wir hier einen Wertverlust von roundabout 70%, also sprich, da ging es schon vorher ein bisschen nach unten, kann man vielleicht mit dem zunehmenden Onlinehandel begründen, aber dann diese harte und starke Bewegung und was heißt das? Wir haben in vielen Fällen gesehen, wir haben darauf hingewiesen, letztes Jahr offene Immobilienfonds, der Renner im Absatz, da standen 2,5% Rendite drauf, quasi ohne Schwankungsrisiken, die Probleme der Finanzkrise vergessen, defensive Portfolios, die wir gesehen haben, da wurden den Anlegern 80% offene Immobilienfonds empfohlen. Also der Punkt muss natürlich auch so sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, in einem Worst Case, dass der Konsum erstmal noch stärker betroffen ist, dass das Ganze länger dauert, als man das momentan einpreist, dann werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit auch bei den offenen Immobilienfonds hier entsprechend auch Abwertungen sehen. Und das auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Risiken nicht immer nur
im historischen Kursverlauf zu analysieren sind, sondern wirklich auch aufgrund der ökonomischen Risikopositionierung. Also von daher, ich will jetzt keine Panik machen, ich will einfach nur dafür sensibilisieren, dass sowohl Aktien, Unternehmensanleihen, aber natürlich auch Immobilien in der Abstufung ihrer Nutzung, also von Gewerbe, Logistik und Wohnen, natürlich alle an der Konjunktur hängen. Und wenn Sie die Konjunktur einfrieren, dann haben Sie die Auswirkungen einfach an unterschiedlichen Zeitpunkten auf der Zeitschiene. Und das müssen wir uns dementsprechend auch klar machen, wenn es um die Portfoliokonstruktion geht und wenn es darum geht, wenn ich heute versuche, defensive Anlageklassen zu suchen, dann sind die aus meiner Perspektive nicht in Form nach vorne gehend bei offenen Immobilienfonds. Keine Überraschung sehen wir im Bereich des Private Equities. Da hieß es ja als Anleger, Sie können einen ETF kaufen und dann haben Sie genauso Private Equity wie die Yale Stiftung oder wie die Harvard Stiftung. Auch hier der Punkt, der Hinweis war immer, das stimmt nicht. Die börsengehandelten Unternehmen haben ganz andere Charakteristika, sind am Ende genau wie Immobilienaktien, einfach nur eine Diversifikation innerhalb der Aktienquote. Sie bleiben aber Aktien. Das heißt, Private Equity auch im illiquiden Segment kann man davon ausgehen, dass es hier Preisbewegungen nach unten gibt, die sich umso stärker auswirken werden, wenn dieser Shutdown, dieses bewusste Wachkoma für die Wirtschaft von der Politik weiter offen gehalten wird. Das heißt, diese 6 bis 8 Wochen Shutdown, das werden die aktuellen Programme wahrscheinlich kompensieren. Es wird weitere Programme geben, es wird danach Konjunkturprogramme geben, um die Wirtschaft wieder positiv zu stimulieren. Aber wenn es wirklich länger dauern sollte, bis die Wirtschaft wieder anfährt, dann haben wir mit Sicherheit nochmal ein großes Thema. Und das gilt nicht nur für den Aktienmarkt, sondern das gilt wirklich einmal durchdekliniert durch die gesamte Konjunkturkette, also sprich, dann haben Sie Unternehmenskredite, die ausfallen, dann haben Sie Abschreibungen bei den Banken, dann haben Sie Banken, die mehr Risikoaversion zeigen, also weniger Kredite vergeben, dann haben Sie die Thematik, dass auch die Hilfskredite nicht beantragt werden, weil die Banken gar keine Haftung mit übernehmen wollen. Also sprich, unheimlich viel, was die Wirtschaft betrifft und dementsprechend auch die Kapitalmärkte, nicht nur die liquiden Vermögensklassen, sondern auch die illiquiden Vermögensklassen. Stichwort Immobilien, Stichwort Private Equity, Sprichwort Private Debt. Die hängen sehr, sehr stark momentan daran, was die Politik kommuniziert. Und von daher auch sehr wichtig natürlich hier die Äußerung der Politik zu beobachten. Weil wenn dann Änderungen kommen, wenn man einen Impfstoff hat, wenn die Kombination aus Lockerung plus besserer Versorgung durch Medikamente dafür sorgt, dass die Wirtschaft langsam wieder geöffnet wird, dann werden auch die Kapitalmärkte, insbesondere die Aktienmärkte und die Hochzinsanleihenmärkte natürlich sehr, sehr schnell nach oben reagieren. So ein bisschen wie ein digitales Event, 0 oder 1. Und dann muss man natürlich bereits auch im Kapitalmarkt investiert sein, weil das wird man dann hier nicht mehr timen können. Also sprich, das ist auch der Grund dafür, nicht vor der kurzfristigen Perspektive, sondern vor der längerfristigen Perspektive eben eine gewisse Aktienquote zu halten, weil man wird das einfach nicht timen können. Und grundsätzlich gehen wir davon aus, wenn wir in Aktien investiert sind, ist der Anlagehorizont immer noch mindestens 3 Jahre in die Zukunft. Und in 3 Jahren werden wir über ganz andere Themen sprechen als über das Coronavirus. Eurokrise 2.0, auch das ein Thema, auf das wir kurz eingehen wollen. Es wird ja viel diskutiert über Euro-Bonds, Corona-Bonds. Wo liegen eigentlich die Unterschiede? Was macht die Vergemeinschaftung von Schulden in der Europäischen Union, in der Eurozone? Wie sieht es mit der Begebung von Anleihen aus, wer trägt eigentlich was, welche Regierung kann seiner eigenen Bevölkerung was vernünftig verkaufen. Und ich habe jetzt bewusst mal Italien herausgenommen. Italien schauen wir uns gleich an. Erstmal möchte ich Ihnen zeigen, wir haben den systemischen Stress im Finanzsystem immer noch auf einem Niveau, was stark angestiegen ist. Das sehen Sie hier. Aber wir sind hier noch nicht auf einem Niveau, wie wir es in der Euro- und Staatsschuldenkrise hatten und auch nicht auf Ebene der Finanzkrise, weil auch hier nochmal der Hinweis, alles, was wir jetzt sehen, ist keine Überraschung. Die Erwartungshaltung muss ja so sein, wenn Sie die Konjunktur quasi einfrieren. Und also Stress im System, noch nicht das Riesenthema, geringer als im Rahmen der anderen beiden Krisen, nichtsdestotrotz Thema Counterparty Risk, Gegenparteienrisiko, Bankenrisiko, das Thema gilt es natürlich auf dem Schirm zu haben, nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, sondern Sie kennen da unsere Meinung als grundsätzliches Thema.
Also Systemkrise noch nicht sichtbar. Trotzdem gelten die gleichen Regeln wie zu normalen Zeiten, also Diversifikation und Bewusstsein, dass mein Geld bei der Bank einen Kredit darstellt. Kommen wir zur Vergemeinschaftung von Schulden, weil das für Anleger natürlich auch noch ein Thema werden wird. Ich habe Ihnen hier mal dargestellt die wesentlichen volkswirtschaftlichen Kennzahlen von Italien exemplarisch. Und was Sie hier mal sehen, wir beginnen hier mal links oben. Wir sehen hier seit dem Jahr 2000 die Entwicklung der realen Wirtschaftsleistung. Und Sie sehen hier unten in grün Italien, in roundabout 20 Jahren sind wir von 100 auf 105 gestiegen. Wenn die Wirtschaftsleistung nicht wächst, dann haben Sie natürlich auch immer weniger Steuer- und Sozialversicherungsabgaben, die Sie aus dieser Wirtschaftsleistung extrahieren können. Das hat natürlich Folgen für die Finanzierung des Gesundheitssystems und für andere Themen. Wenn Sie trotzdem aus politischen Gründen Renten und Ähnliches finanzieren wollen und müssen, dann steigt natürlich die Verschuldung dementsprechend an. Also hier die Differenz der Eurozone insgesamt zu Italien zeigt schon ganz klar, Italien ist ein Thema. Schauen Sie die Arbeitslosenrate an. Wie gesagt, das alles ja noch vor Corona. Die ist in Italien hier in grün deutlich höher als in der Europäischen Union. Jetzt wird es natürlich in beiden Fällen hier nach oben gehen. Nur das Staatsniveau in Italien nochmal deutlich negativer. Staatsverschuldung hier unten dargestellt. In Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsleistung wird fallen. Frage ist nur, wie viel. Gleichzeitig wird die Staatsverschuldung steigen, um eben genau diesen Ausfall zu kompensieren. Und auch hier sehen Sie wieder, Staatsverschuldung Italien im Vergleich zu dem Rest eben deutlich höher. Ja, das Ganze können Sie weiterziehen mit der Jugendarbeitslosenquote. Sie sehen hier oben Italien mit roundabout 30%, in die Eurozone deutlich drunter. Haushaltsdefizite auch hier in der Eurozone als Ganzes deutlich besser als bei Italien. Und wie gesagt, da ist das Thema Corona noch gar nicht drin. Also von daher, wir werden wahrscheinlich das sehen, was wir auch in vergangenen Phasen gesehen haben. Wir werden eine einheitliche Geldpolitik haben für einen sehr heterogenen Wirtschaftsraum. Wir werden im Endeffekt auch Maßnahmen sehen, die alle treffen, aber von einem sehr unterschiedlichen Ausgangsniveau. Deutschland ganz anders aufgestellt als beispielsweise Italien, um jetzt mal diesen sehr heterogenen Vergleich hier anzuführen. Also das wird noch ein großes Thema sein und von daher dieses Hand in Hand von Fiskalpolitik, was letztendlich hier über Schulden, über Staatsverschuldung agiert, plus Finanzierung dieser Staatsverschuldung über die Notenbank, plus am Ende des Tages Stützung des Bankensystems, um keinen finanziellen Stress entstehen zu lassen, um das Bankensystem zu schützen, um die Einlagen zu schützen. Weil eins muss auch klar sein, die Einlagen bei den Banken, die liegen ja zum großen Teil am Euro-Anleihemarkt. Und dementsprechend, viele schauen nur auf die Bank, bei der ihr Geld liegt. Sie müssen immer auf das dahinterliegende Euro-Anleihesystem schauen. Und deswegen sind auch die Maßnahmen der EZB sehr, sehr stark darauf gerichtet, nicht nur die Banken im Blick zu haben, sondern auch insbesondere den Euro-Rentenmarkt, auch den Geldmarkt hintendran hier entsprechend am Laufen zu halten. Momentan, das muss man sagen, ist noch nicht absehbar, ob diese Maßnahmen, die ordnungspolitisch natürlich zu hinterfragen sind, gesellschaftlich natürlich nicht hinterfragt werden, ob die zur Inflation führen. Deswegen hier in blau dargestellt die Inflationserwartung für 5 Jahre in 5 Jahren. Da schauen auch die Notenbanken sehr stark drauf. Sie sind hier, die sind quasi in der Eurozone schon immer schwach geworden. Damit hat man auch die Einschränkungen der Zinsen begründet. Damit hat man auch Anleiheaufkaufprogramme schon vor dem Corona-Crash und vor der Corona-Krise argumentiert. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Also von daher, die Inflationsgefahr, die ist momentan noch nicht so richtig abzugreifen. Wenn, kann das auch ein sehr schnelles Thema werden. Und das spricht auch wieder dafür, dass man natürlich seine Vermögenswerte, die mit der Inflation steigen, natürlich permanent im Portfolio halten muss. Weil das Ganze passiert auf dem Zeitstrahl ja nicht gleichzeitig. Es ist ja nicht so, dass Sie jetzt eine Inflationsrate haben, die steigt. Und dann sagen Sie, jetzt kaufe ich Aktien, weil die steigen mit der Inflation. Wahrscheinlich wird es durchaus realistisch sein, dass erst die Aktien steigen, dass erst die Hochzinsanleihen Kursgewinne haben und danach kommt die Inflation. Und wer dann die Kursgewinne bei den Aktien und Hochzins- und Unternehmensanleihen nicht mitgenommen hat, der hat halt einfach den Inflationsausgleich nicht. Also von daher, das ist ein wichtiges Thema. Wer Inflationsangst hat, der kann nicht jetzt auf dem Konto warten, bis die Inflation steigt, sondern er muss jetzt natürlich hier entsprechend auch
früher reagieren, respektive natürlich die Vermögensstruktur hier sauber aufbauen. Das heißt, im Big Picture, aus meiner Perspektive, der große Plan nach vorne, der ist relativ simpel. Wir haben die finanzielle Repression, das heißt, wir haben Renditen von sicheren Vermögensklassen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Kontoguthaben, auch wenn jetzt wahrscheinlich die Kontoguthaben in der Verzinsung steigen, weil die Banken natürlich mehr Geld anziehen müssen. Staatsanleihen der Eurozone, Unternehmensanleihen guter Bonität, hier alles nach Abgeltungssteuer gerechnet. Finanzielle Repression wird das Thema sein. Der Gläubiger wird über die Inflation auch auf niedrigem Niveau sukzessive enteignet. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um die jetzt auch nochmal stark ansteigenden Schuldenstände zu kompensieren. Das heißt, wir haben insgesamt einen gewissen Deckel auf der Zinsentwicklung drauf, der durch die Notenbanken sichergestellt wird. Und ich glaube, auf Sicht von einigen Jahren werden wir ein Szenario bekommen, bei der man sagen wird, wir hatten große Herausforderungen. Die Corona-Krise war eine massive, unvorhersehbare Herausforderung. Wir haben das Thema Finanzierung der Folgen des Klimawandels, sei es menschgemacht, sei es nicht menschgemacht, aber es hat ja Auswirkungen. Wir sehen dieses Thema Flüchtlingsintegration, wir sehen dieses Thema letztendlich auch Völkerverschiebungen von Afrika nach Europa, von insgesamt auch global betrachtet, von der sogenannten zweiten Welt, von der sogenannten dritten Welt in die sogenannte erste Welt, in die Industrienation. Das sind massive gesellschaftliche Herausforderungen, das sind massive gesellschaftliche Spannungen, die natürlich hier entstehen können. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass man zumindest den finanziellen Teil über die Notenbanken darstellt. Also die Staaten emittieren Staatsanleihen, nehmen damit Kredite auf. Diese Staatsanleihen liegen bei der Notenbank und in einigen Jahren werden diese Staatsanleihen, die bei der Notenbank liegen, von der Notenbank erlassen. Das heißt, der Gläubiger, die Notenbank, verzichtet auf die Rückzahlung der Staatsanleihen. Ob das ein expliziter Verzicht ist, ob das eine Zinsfreistellung ist, ob das eine Freistellung der Tilgung ist auf 50 Jahren. Über die Technik wird man diskutieren können, aber wir werden solche Maßnahmen sehen. Wir haben das ja auch schon bei Griechenland gesehen, da hat man es ja im Endeffekt ähnlich gemacht, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich gehe davon aus, Ähnliches werden wir auch wieder für die breite Eurozone, für die Industrienationen sehen. Auch die USA wird ja mit Sicherheit das Thema mal überdenken. Also das Thema moderne Geldtheorie, bei der der Staat Defizite anhäuft und die Notenbanken diese produziert und finanziert, das wird ein Dauerthema sein über die nächsten Jahre, vielleicht auch über die nächsten Jahrzehnte. Und von daher immer wichtig, den Blick auf die Struktur zu haben, auf das Thema Inflation zu blicken, aber im Umkehrschluss sich auch klar zu machen, dass allzu viel Vorsicht, also nach dem Motto, ich warte halt, bis wir die nächste große Weltwirtschaftskrise haben und dann kaufe ich mal wieder Aktien. Das ist vielleicht auch sehr schwierig, umso wichtiger eben sich klar zu machen, welche Ziele habe ich eigentlich, und viele von Ihnen haben unterschiedliche Ziele. Ich habe einen Teil meines Geldes, da geht es einfach um den Thema Vermögenserhalt. Da stellt sich die Frage, wie viel Risiko muss ich nehmen, um das mathematisch erzielen zu können? Dann habe ich vielleicht ein Thema, wo ich sage, ich will ein gewisses Wachstum, aber ich will die massiven Verluste nach unten reduzieren. Geht Hand in Hand mit einer reduzierten Renditeerwartung nach oben. Geht es mir insbesondere um das Thema Inflationsschutz, ja, auch in einem Umfeld, wo wir vielleicht sehen, dass die Wirtschaft stagniert und die Inflation steigt, dann sind das logischerweise andere Instrumente und andere Zielsetzungen, als wenn Sie einfach sagen, ich möchte mein Vermögen allgemein steigern. Will ich regelmäßig Kapital entnehmen, weil ich habe mein Unternehmen verkauft, muss jetzt aus dem Erlös des Exits leben oder ich gehe in Ruhestand als Angestellter oder als Beamter, habe hier eine Kombination aus laufenden Renten, die von staatlicher und betrieblicher Seite kommen, muss aber meinen eigenen Kapitaltopf selbst strukturieren, die Mischung muss passen. Also die Klarheit muss da sein, damit man auch das Depot und seine einzelnen Teilsegmente hier sehr gut strukturieren kann. Und ich glaube, diese Klarheit auch auf Anlegerseite, welcher Teil meines Vermögens mit welchem Motiv verbunden ist, der ist wirklich essentiell, um in diesen extremen Zeiten, um in diesen verwirrenden Zeiten, um in Phasen, wo wir wirklich ja überschwemmt werden mit Meinungen, mit Nachrichten, mit Interpretationen, hier wirklich nicht sich zu sehr treiben zu lassen und am Ende des Tages dann hier Fehlentscheidungen aneinander zu reihen und am Ende des Tages aber auch hier natürlich auch einen gewissen
finanziellen Frieden zu haben. Weil eins ist auch klar, am Ende des Tages sollten finanzielle Themen, die sollten ein Teilaspekt des Lebens sein. Und solange sich die Rahmenbedingungen nicht dramatisch ändern und solange Ihre finanzielle Situation sich nicht wesentlich ändert oder Ihre Lebensplanung sich durch Scheidung, Tod eines geliebten Menschen, berufliche Veränderung massiv ändert, gibt es da eigentlich nichts ständig, was Sie anpassen müssen. Deswegen strategische Planung mit einer vernünftigen Umsetzung ist, glaube ich, hier das A und O. An dieser Stelle würde ich dann zurück zur Frau Hassenthal geben. Eine gute Möglichkeit dann natürlich jetzt die Aufzeichnung zu beenden.